Wenn es um Leben und Tod geht, entscheiden Sekunden. Im Jahr haben allein im Kanton St. Gallen und den beiden Appenzell durchschnittlich 450 Personen einen Herzinfarkt. Dank neuesten Technologien will man diesen Personen jetzt schneller helfen können. Handys und das Internet sollen Leben retten. Für Sie am Puls, der Alex Kuhn. Ein 62-jähriger Mann bei seiner täglichen Arbeit. Er fühlt sich fit und gesund, bis es passiert. Ein starker, stechender Schmerz in der Brust. Sein Verdacht? Ein Herzinfarkt. Der Mann kann die Rettung noch selber alarmieren. Die Ambulanz rückt sofort aus, denn jetzt zählt jede Sekunde. Ein paar Minuten später, die Retter treffen beim Herz-Kreislauf-Patient ein. Sie leisten ihm erste Hilfe. Der Patient wird das Elektrokardiogramm angeschlossen. Dort werden alle Aktivitäten der Herzmuskelfasern aufgezeichnet. Die EKG, die wir hier erfasst haben und wir jetzt hier gemacht haben, das können wir schicken via iPhone. Und dann kannst du dann am Computer kannst du den Doktor 1 zu 1 beurteilen und dann entscheiden, muss der in ein Zentrumsspital der Patient oder kann der in ein Peripherspital. Der Arzt kommt Daten also per iPhone oder E-Mail über. Ohne dass wertvolle Zeit verstreicht, kann er die Informationen auswerten und entscheiden, was für Sofortmassnahmen getroffen werden müssen. Egal, wo er ist. Ich sehe sofort das EKG. Ich bekomme Vitaldaten geliefert vom Rettungsdienst aus dem Rettungswagen. Ich kann sofort entscheiden, dass der Patient zu uns kommt. Das heisst, man kann unnötige Umwege über Regionalspitäler vermeiden. Das führt zu einem Zeitgewinn. Das heisst, der Patient wird schneller behandelt und hat eben durch das eine bessere Prognose. Der Rettungsdienst ist mittlerweile auf Anweisung vom Arzt im Kantonsspital St. Gallen eingetroffen. Der Patient wird bereits im Labor für Herzuntersuchungen erwartet. Während sich früher der behandelnde Arzt erst jetzt das Bild vom Patienten können machen, hat der Arzt dank der neuen Technologie in dem Fall schon alle Daten analysiert und kann sofort mit der Behandlung anfangen. Diese Zeitersparnis rettet Leben.